Nichts an dieser Insel fühlt sich richtig an. Und meine Instinkte sind in der Regel ziemlich gut, wenn es um Dinosaurier geht. Natürlich wird vieles, was auf den Inseln passiert, geheim gehalten. Ja, aber das fühlt sich irgendwie anders an. Diese Insel ist zu eng, zu isoliert. Als würde jemand alle Zutaten für eine Katastrophe zusammentragen. Seien Sie vorsichtig. So, zu eng, zu klein. Hallo. Ich bin nicht sicher, was wir auf dieser Insel eigentlich wollen, aber ich finde, nach Touristenattraktion sieht sie nicht gerade aus. Sie müssen die Arbeiten hier exakt planen, bei all dem eingeschränkten Bauplatz und den hohen Betriebskosten. Holy. Ich schlage vor, Sie investieren in ein paar teure Dinosaurier. Die gibt es allerdings auch nicht ohne dazugehörige Probleme. Man kann die Natur nicht einsperren. Sie passt sich an. Sie sucht nach Schwächen. Und wenn sie sie findet, nutzt sie sie aus. Nicht hin und wieder. Immer. Diese Insel ist alles andere als Hammonds Dinosaurierparadies. Und wenn hier etwas schief geht, ist dieser Ort alles andere als sicher. Ja. Wir haben aber 7 Millionen zur Verfügung und sollen in teure Dinosaurier investieren. Das Problem ist, teure Dinosaurier brauchen viel Platz. Und das hier ist nicht viel Platz. Überhaupt nicht. Generell ist hier einfach nicht viel Platz. Ich weiß... Ich gucke mir das an und denke mir, okay. Was soll ich hier... machen 30.000 minus. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier rein soll. Höchstens Raptoren oder so. Sonst das Gehege einfach zu klein. Wir können immer... Guck mal hier, Baryonyxe. Haben wir noch gar nicht gebaut. Deswegen... Machen wir einmal Brutstättenplatz. Dann machen wir Ausbrütungstempo. Na komm, machen wir noch einmal Brutstättenplatz. So, und ich weiß nicht, wie viele man davon haben kann. Ich mache erstmal nur 2. Dann können wir hier quasi noch ein Gehege bauen. Ich nehme diese Folge an der letzten Folge auf, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, naja. Mom. Mom wie Moment. So, Zäune. Schwerer Stahlzaun. Machen wir mal ein süßes kleines Tyrannosaurus-Gehege. Ist eigentlich egal wie rum. Ups. Weil das vielleicht auch groß genug für Brachios wäre. Da muss ich mir dann immerhin nicht die Todessorgen machen, wenn die ausbrechen. Zaun zu, ja. Ja, das ist ein schönes großes Gehege. Ein schönes großes Gehege haben wir hier. Das ist falsch schon. So. Wir werden bald dann wieder das gute alte Geldproblem haben. Aber da kommen wir einfach nicht drum herum. Das ist halt einfach so. Geldprobleme sind Geldprobleme.
So, Futterstation für Fleischfresser. Zack. Und einmal eine lebend am besten. So, das Geld wird auf jeden Fall weniger. Haben wir eigentlich auch... Wir haben hier Fossilienzentrum und Expeditionszentrum. Wir haben ein kleines Kraftwerk. Wir haben keine Rangerstation. Das ist nicht gut. So, und wir benötigen Strom. Das Problem ist, wir brauchen aber auch Betriebsgebäude. Wir brauchen auf jeden Fall die Rangerstation. Allein schon, um Futter wieder auffüllen zu können. Hallo? Okay. Und wir brauchen auf jeden Fall ACU. Also, da kommen wir halt nicht drum herum. Das sind einfach Sachen, die wir definitiv brauchen. Punkt. So, dann können wir hier ein schönes großes Umspannwerkchen nehmen. Hier nehmen wir das große. Großes Umspannwerk. So. Und dasselbe machen wir hier unten auch nochmal. Großes Umspannwerk. So, aber jetzt wird wahrscheinlich der Strom nicht reichen, ne? Deswegen werden wir hier schon mal. Verbesserte Leistung 2.0. Ausfallschutz 2.0. Aber reicht halt trotzdem nicht an Strom. Also müssen wir auch noch Strom bauen. Und am besten ein mittleres Kraftwerk. Damit wir stromtechnisch versorgt sind. Und dann können wir gleich auch mal die Dinos freilassen. Ich lasse erstmal nur einen frei. So, das ist der Baryonyx. Ich glaube, der Baryonyx lebte an Ufern und in Feuchtgebieten. Angesichts seines Lebensraums liegt es nahe, dass er sich von Fischen ernährt hat. Hoffentlich hat sich seine bevorzugte Nahrung in den letzten 100 Millionen Jahren nicht verändert. Tja, natürlich gut, dass wir davon zwei gemacht haben. Die werden sich gegenseitig töten, aber okay. Vielleicht bringt uns das irgendwie irgendwas ein. Und ich werde dann wahrscheinlich wieder zwischen den Folgen rüber dürfen. Expeditionen und so, ihr wisst Bescheid. Ein bisschen Kohle machen. Tja, ich weiß nicht, ob das hier so besonders viel taugt, dass wir hier einen... Gut, ich meine, wir machen jetzt Gewinn. Sagt nicht, das passt. Wege nicht verbunden. So vom Kraftwerk, ne? Was ist das? So, ja, Wege nicht verbunden. Ja, ja, natürlich. Da wird natürlich dann noch die Arbeit eingestellt, ja, wenn die da über den Rasen gehen müssten. Das ist unzumutbar. Das geht wirklich gar nicht. So. Ausfallschutz 3.0. Und da fällt mir ein, wir haben noch etwas nicht. Das Forschungszentrum, oder? Ja, das Forschungszentrum haben wir, glaube ich, nicht. Traurigerweise. So.
damit wir auch die neuen Forschungen machen können. Hier hat man wenigstens ein bisschen Geld zur Verfügung, ne? Wir konnten jetzt halt ein bisschen schon was machen. Können wir uns einen T-Rex leisten? Nein. Okay. So. Das ist halt, ja. Die ACUs. So, jetzt haben wir auch neue Städten, wo wir zum Beispiel sowas kriegen wie Kasmosaurus oder Pachi Cephalosaurus. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. Ja, so habe ich doch schon. Sie uns verdienen. Er ist gerade im Bau. Forschungszentrum 2. Ohne diese Gebäude steckte unsere Forschung in einer Sackgasse. Aber sie haben den Auftrag erfüllt und sich der Sache angenommen. Die Wissenschaftsabteilung dankt ihnen. Kein Problem. Okay. Was haben wir noch? Wieder Kasmo. Polar. Gallimimus. Velociraptor und Paralophosaurus. Aber so richtig geile Sachen sind ja jetzt nicht zugekommen, ne? Irgendwie nicht so. Wenn man ehrlich ist. Jetzt nicht so der Knaller. Okay. Aber Gewinn machen wir, ja? 22.000 nur. Oh ja. Haben die sich schon getötet? Nein. Ist hart an der Grenze zum wir legen uns gegenseitig um. Boah, ich hätte das Geld für einen T-Rex. Und am besten mache ich das, glaube ich, wirklich indem ich das hier losschicke. Aber halt zu Orten, wo wir das meiste wahrscheinlich verkaufen können. So wie hier und hier. Kostet jetzt zwar erstmal, aber bringt uns dann halt auch wieder Geld rein, ne? Was uns halt auch noch Geld reinbringe. Was habe ich denn hier Neues? Ja, warte mal. Tongmauer. Okay. Ich glaube nicht, dass Leute hier besonders irgendwo denken, ich will was haben, ne? Ne, wir haben ja quasi auch noch gar keine Attraktion. Das Lustige ist, wir müssen hier halt noch ein Gehege bauen. Das geht auch gar nicht anders. Und hier werden wir einen T-Rex haben, hier haben wir die Baryonyx. Wir werden hier auf jeden Fall auch noch einen Schutzraum brauchen. Das sehe ich sofort. So. Aber die Insel ist irgendwie... Ich weiß nicht. Wie wollen wir hier Sterne machen? Wahrscheinlich hätte man da auch abreißen und neu bauen müssen, oder? Was ist das denn hier? So, Fossilienzentrum. Hier könnte man eigentlich auch noch ein kleines Gehege hinklatschen. Halt ein wirklich kleines. Oder? Wenn quasi hier so das Tor hinkommt. Ja, es macht schon wieder gar keinen Sinn. Weil, wo soll hier das Hammond-Ding hin? Wisst ihr, was ich meine?
Vielleicht, wenn das nicht hier wäre, aber so. Komische Insel. Echt komische Insel. Fossilis sind wieder da. Oh, welch Glück. Wir haben viel zum Extrahieren. Ich hatte halt genau das Gegenteil gehofft, dass wir nicht wirklich was zum Extrahieren haben. Aber okay. So. Wie gesagt, am besten da, wo wir schon viel von haben. Wirklich Plus gemacht haben wir jetzt nicht. Muss man einfach sagen. So, meine Katze ist todes am Nerven. Es ist... Ich hab's schon wieder vergessen, wie es ist, wenn ich aufnehme. Jedes Mal, wenn ich anfange, wieder ins Mikrofon zu reden, fängt sie an rumzumiauen und ist nur ruhig, wenn ich sie angucke. Ich habe das komplett vergessen in der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe. Es ist enorm nervig, wenn man halt emotional sowieso eher nicht so ausgelastet ist. Wenn nicht so ausgelastet ist? Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich bin so brain-AFK. Ich möchte einen T-Rex. Machen wir Minus? Wieso machen wir Minus? Wir machen Minus, Minus, 28.000 die Minute. Und es macht halt noch gar keinen Sinn, irgendwas zu bauen für die Leute, weil streng genommen, ja, wenn man ganz ehrlich ist. Und wie viel Besuch haben wir? 2? Sehen wir das irgendwo? Authentizität. Vielfaltsstrafe. Ja, sorry? Hier Pflanzenfresser hinmachen sollen? Hätte ich hier ein Diplo und so, ne? Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Als Baryonyx. Ja, toll. Noch mehr Sachen zum DNA extrahieren. So werden wir reich. Ich hab echt keine Ahnung, Leute. Diese Insel überfordert mich übelst. Kannst nicht anders sagen, diese Insel überfordert mich übelst. Ich sehe das hier und denk mir, ich weiß es nicht. So richtig Plus machen wir leider immer noch nicht. Wenn die Minute. Ich weiß auch nicht, wovon das jetzt abhängt, ob ich Gewinn mache oder nicht. Wahrscheinlich, wie viele Leute vorbeikommen. Man muss sagen, der Weg. Die Leute kommen hier an und müssen dann hier lang laufen, um hier 2 Dinosaurier zu sehen. Und dann können sie wieder gehen. Ist halt nicht so geil, ne? Ist nicht so geil. Ja, hier ist leider total verbaut, ne? Man sieht das. Ja, also man hätte hier gar keine Chance reinzugucken. Und es sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. So. Dass die Leute wenigstens auch reingucken können. An sich würde sich hier so ein Turm auch ganz gut machen. Aber natürlich ist das Gehege verbaut. Naja, gut. Naja, gut, naja, gut, naja, gut. Wir sind bei 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange wir machen. Machen wir 30? Ich kann schon mal sagen, die Insel hier macht keinen Bock. Sag ich mal so gerade raus. Die ist klein, die ist nervig. Aber wir hatten bisher auch noch keinen Sturm, ne? So glaube ich, hier gibt es keine Stürme.
Was an sich ganz gut ist. Und wir machen durchaus Geld. Wenn wir das losschicken, zwar nicht so viel, wie ich gern hätte, aber machen. Na, kommt sie gerade zum Kampf? Ich glaube schon. Dafür haben wir Diplodocus jetzt zu 100%. Ihr könnt auch ein großes Pflanzengehege, ne? Ich meine, was bringt mehr? Ein T-Rex? Oder sowas wie 2 bis 4 Brachio und Diplos? Wahrscheinlich eher zweiteres, ne? Ich glaube fast, wir sollten doch nicht auf T-Rex gehen. Wir können gucken, ob irgendwo anders noch ein T-Rex reinpasst. Aber hier halte ich das gerade nicht für sinnvoll. Lebensfähigkeit 82%. Das ist mir zu risikoreich. So. Und ich bin jetzt einfach mal so frei, dass wir in dieser Folge wenigstens ein Brachiosaurus ausbrüten. Ich meine, ja, wir können uns jetzt nicht mal mehr Futterstationen leisten. Aber niemand hat gesagt, es würde einfach werden, nicht wahr? Was willst du denn? Ja, machen wir. So. Wir haben gerade einmal begonnen, die genetischen Möglichkeiten unseres Planeten auszuschöpfen. Heute erwecken wir prähistorische Tiere wieder zum Leben. Was kommt als nächstes? Das weiß ich nicht. Aber wenn du es herausgefunden hast, sag mir Bescheid. Irgendwann gibt's den Soli dann mit Facecam. Das wird das nächste. Zählt das so auch als reingucken? Müsste eigentlich. Es dockt zwar nicht an, aber es guckt ja rein. Wischt da, wie ich meine? Wie wenig Leute hier rumlaufen. Nicht mal 1,5 Sterne Bewertung. Ey, läuft richtig rund. Ja, ein Futterding. Und wir sind wieder blank. Wenn die Tiere jetzt krank werden oder Hunger haben, dass wir Essen nachfüllen müssen, egal wie es kommt, wir sind bankrott. Da werde ich auf jeden Fall zwischen der nächsten Folge ordentlich die Fossilien füllen auf der anderen Insel. Und dann machen wir, glaube ich, aber trotzdem hier weiter. Auch wenn ich nicht weiß, was wir hier großartig noch an weitermachen können. Irgendwie ist hier nicht so viel. Wenn man ehrlich ist. So. Da unten kann ruhig ein bisschen mehr Wald hin. So. Ich hoffe, das reicht hier überhaupt für Brachios. Die brauchen ja ein recht großes Gehege, ne? Ich weiß nicht, ob das hier... Es ist schon kein kleines Gehege, aber... Ich weiß halt auch nicht, ob es groß genug ist. I don't know. Wie will sie reit? Ich frag mich, wie will man hier 5-Sterne-Bewertungen hinkriegen? Und hier hat man ein großes Gehege, ein kleines Gehege. Hätte man auch noch ein kleines Gehege machen können. Wenn man den Weg halt abgerissen hätte. Aber es wäre dann halt alles sehr, sehr, sehr zusammengequetscht. Ich weiß auch nicht, ob wir da die 100% machen werden oder sonst was. Ich wollte das Spiel einfach nur spielen, weil ich Lust drauf habe. Wir werden sowieso früher oder später hier auf der Isla Nublar, ja, die Sandbox-Insel, ankommen.
Was ist das hier eigentlich? Isla Sorna. Isla Sorna, die ultimative Herausforderung für ihre Agenda auf den fünf Toten. Hier gab es einen riesigen Ingen-Anlage, die heute jedoch verlassen ist. Gestalten Sie die wilde Landschaft und zur Stadtinfrastruktur zu bisherem Bachelor-Lage um. Ja, wird aber auch nichts von Stürmen erzählt, ne? Aber hier gibt's bestimmt. Ja, ich nehme an, auf der Sandbox-Insel wird's dann alles geben. Stürme, dies, das, Ananas. Haben wir jetzt schon wieder? Ne. Haben wir die überhaupt losgeschickt? Ne. Geil. Das ist schlecht. Ich hab mir gedacht, hey, wir machen ja wenigstens noch ein bisschen Geld mit Fossilien, aber wenn wir die gar nicht erst wieder losgeschickt haben, sieht das schlecht aus. Da muss ich auf unseren krassen Gewinn hoffen, einfach. Erstmal strecken. Dip, 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 da. Ah, die Kitteltypen. Hier haben wir vier verbrannte Zwillinge, die zusammenlaufen. Ist halt gerade nachts, ne? Hier, wie lange brauchst du noch? So, 98, 99. Ich bin gespannt, ob die hier zufrieden sind. Was groß genug ist. I really, really hope it. Wenn das Gehege zu klein ist, dann haben wir gerade 1 Million gewastet. 1 fucking million. Ja, sehe ich auch so, Lucy, ne? 1 Million. So, Wald ist nicht ausreichend. Wald ist nicht ausreichend, Alter. Verarschen. Boah, ey. Es geht gerade so. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Einnahmen. Das Gehege reicht gerade so. Gut, dann würde ich sagen, was ist auch für die Folge? Und wir machen hier in der nächsten Folge weiter von Jurassic World Evolution. Mit mir, dem Soli. Bis dahin. Tschüss.